In diesem Video möchte ich die Parameterdarstellung von Graden in 2D verdeutlichen. Ich stelle mir zuerst die Darstellung von Punkten so um, dass ich immer ein Kreuzchen habe. Und dann zeichne ich eine Gerade mit Hilfe von zwei Punkten. Es empfiehlt sich meiner Meinung nach, umzustellen auf den Punktefang, damit man eher ganzzahlige Werte hat. Da der Ursprung als Objekt nicht vorhanden ist in GeoGebra, muss ich ihn selber erzeugen. Anschließend zeichne ich Vektoren vom Ursprung zu A, das ist ja dann der Richtungsvektor, der Ortsvektor meiner Geraden und dann den Richtungsvektor. Nun erstelle ich einen Schieberegler für den Parameter. Ich verwende den üblichen Begriff Lambda oder häufig verwendeten Begriff Lambda und mache den Schieberegler etwas breiter, damit ich besser platzieren kann, was für einen Wert ich habe. Zum Verschieben kann ich entweder das Werkzeug hier mit links verwenden oder wenn etwas anderes aktiviert ist, dann muss ich die rechte Maustaste verwenden, um etwas hier zu verschieben beim Schieberegler. Nun definiere ich einen Punkt, der von dem Parameter und von diesen zwei Vektoren hier abhängig ist. Ich nenne ihn P. Dieser Punkt P bei Lambda gleich 1 liegt momentan auf B drauf. Wenn ich den Wert von Lambda verändere, kann ich es besser erkennen. Ich zeichne nun den Vektor dorthin und ändere nun das Aussehen, indem ich alle Linien und auch die Vektoren etwas dicker mache. Ich möchte spezielle Farben verwenden, damit ich unterscheiden kann zwischen der Gerade, zwischen den zwei Vektoren, dem Ortsvektor und dem Richtungsvektor, sowie dem Vektor, der auf den Punkt P auf der Geraden zeigt, damit ich sie eben besser unterscheiden kann. So, fertig. Ich habe ja bisher die Namen U und V für die Vektoren und W für den Vektor, der zum Punkt P zeigt. Ich möchte jetzt die Namen ändern und außerdem, da die Namen ja üblicherweise in GeoGebra hier ohne Vektorpfeil angezeigt werden, also ohne Auszeichnung drüber, möchte ich die Namen etwas anpassen und das Ganze dann in Beschriftung mit LaTeX und einem Vektorpfeil über dem Namen anpassen. Dazu benenne ich die Vektoren um. Und gehe in den Eigenschaften-Dialog, um die Benennung zu ändern. Dazu nutze ich LaTeX und verwende den Befehl zur Darstellung oder zur Anzeige eines Vektorfiles und nehme dann den Namen dieses Objektes. Dazu gibt es verschiedene Variablen, die ich verwenden kann, unter anderem $n für den Namen. Der Vorteil ist, dass ich diesen Ausdruck jetzt überall verwenden kann. Und ich habe dann automatisch den Namen des Objektes oder des Vektors eben mit richtigem Pfeil angezeigt. So brauche ich keinen dynamischen Text und nicht einen Punkt erstmal festlegen,
wo dieser Text dranhängt. Der Text ist so eben immer bei dem Punkt dabei, wie eben eine normale Beschriftung. Das Ganze funktioniert jetzt. Ich kann also hier den Punkt P bewegen. Ich möchte das Ganze noch mit Hilfe von dynamischem Text nochmal rechnerisch verdeutlichen. Dazu verwende ich das Textwerkzeug. Ich könnte natürlich hier den Text einstellen, damit er aber die Zeichnung nicht stört. Lasse ich mir die zweite Grafikansicht anzeigen und schiebe sie hier unten neben das Grafikfenster unterhalb der anderen Grafikansicht. Den Text erstelle ich dann hier drin, indem ich einfach wie in dem Grafikfenster ein hier draufklicke. Zunächst mal erstelle ich die allgemeine Gleichung. Ich verwende LaTeX und die hier vorkommenden Bezeichnungen für Vektoren. Diesen Ausdruck kann ich dann auch oder kann ich auch kopieren, wenn ich es brauche. In diesem Fall ist es aber nicht notwendig, da ich als nächstes die Werte für die Vektoren eintrage. Es gibt zwar hier in der Auswahl der Symbole auch ein Malzeichen, leider sehen die nicht so gut aus, deshalb empfiehlt sich diesen Befehl, diesen LaTeX-Befehl C-Dot kennenzulernen, denn der zeigt ein besser aussehendes Malzeichen an. Der Vorteil ist jetzt, dass ich eben diesen Text außerhalb der Zeichnung habe. Das heißt, es wird also nicht voneinander gestört. Und nun das Gleiche, indem ich Lambda verwende in dieser Gleichung. Jetzt könnte ich noch die Koordinaten von P anzeigen lassen, damit man eben die Übereinstimmung sieht. Das Ganze hier kann jetzt nicht als LaTeX dargestellt werden, nur so, damit wäre das Arbeitsblatt soweit fertig. Was man noch machen könnte, ist, dass man hier diesen Schieberegler vielleicht auch in die Grafikansicht 2 unterbringt. Dazu lohnt es sich eventuell mal das Koordinatensystem anzuzeigen und den Schieberegler an eine Stelle zu schieben, dass er hier eben an der gleichen Stelle dann sichtbar wird. Ich gehe in das Eigenschaftenfenster auf Erweitert. Und wähle hier Grafik 2 aus. Man muss aber das hier ausschalten, damit das auch zuverlässig funktioniert. Und dann habe ich den Schieberegler direkt an der Formel und sehe den Zusammenhang noch etwas besser.